Lemuel Oliver verbrachte 5 ganze Monate mit seiner Frau und seinen Kindern in England, aber das Verlangen nach Reisen stellte sich als stärker heraus. Nachdem Oliver der Kapitän des Abenteurerschiffs geworden war, machte er sich auf eine weitere Reise. Er rekrutierte 50 Besatzungsmitglieder, aber wie sich herausstellte, waren nicht alle Besatzungsmitglieder ehrliche Leute. Einmal, im Schutz der Nacht, haben Verräter ein Schiff in Aufruhr versetzt, sind in Gullivers Kabine eingebrochen und haben ihn gefesselt. 3 Tage lang hielt die Besatzung den ehemaligen Kapitän eingesperrt. Und am 4. Tag landeten die Verräter Oliver auf einem unbekannten Land, ließen ihm einige Vorräte und segelten nach Norden. Der ehemalige Kapitän hatte keine andere Wahl, als landeinwärts zu fahren. Unterwegs begegnete er den Spuren von Pferden, was Oliver Hoffnung auf eine baldige Rettung gab. Plötzlich erschien eine humanoide Gestalt am Horizont. Oliver kniff die Augen zusammen und sah sie. Es war ein seltsam aussehender Affe mit dunkler Haut und lockigem Haar. Diese Tiere hatten lange Krallen an den Pfoten. Sie sahen so gefährlich aus, dass Oliver den Atem anhielt und sich gegen den Baum dahinter lehnte. Aber dann packte etwas die Schultern des Reisenden und zog ihn hoch. Dies waren 2 genau dieselben Affen, die versuchten, ihre Beute auf den Baum zu ziehen. Oliver bemühte sich, sich mit seinen Händen zu wehren. Aber die Tiere waren stärker. Während Oliver in einem Ungleichenkampf kämpfte, war das Geräusch von Hufen zu hören. Als die Affen das herannahende Pferd bemerkten, warfen sie Oliver und rannten entsetzt davon. Als sich das Pferd näherte, untersuchte es Oliver mit Interesse. Dann kam ein zweites Pferd. Sie begrüßten sich mit einem Tritt ihrer Vorderhufe und gingen zur Seite. Die Pferde verhielten sich so intelligent, dass es Oliver so vorkam, als wären sie Zauberer, die sich in Pferde verwandelten. Schließlich befahlen die Pferde Oliver nach Rücksprache, ihnen zu folgen. Diesmal landete Oliver in einem Land, das von intelligenten Pferden bewohnt wurde, den Gims. Und die seltsamen Affen, die Oliver angriffen, dienten den Gims als Haustiere und erledigten die ganze Drecksarbeit. Also wurde der Reisende zu einem Haus gebracht, in dem eine Krippe mit Heu an der Wand entlang gespannt war und andere Pferde stationiert waren. Das Pferd bedeutete Oliver, etwas Heu zu essen, aber der Reisende bemerkte einen Eimer Milch und bat um ein Getränk. Nach dem Abendessen sammelte Oliver unter der engen Aufsicht von Pferden Hafer und backte Brot daraus. Dies überraschte die Gims so sehr, dass sie anfingen, Oliver ihre Sprache und Kultur beizubringen. Die Pferde erwiesen sich nicht nur als intelligent, sondern auch als sehr edel. Sie kannten die Wörter Wut, Neid, Täuschung, Mund, Feindschaft nicht. Sie waren überrascht von Gullivers Geschichten über Geld, Schiffe und Staaten. Vor allem aber waren die Gims empört darüber, dass sich die Leute erlauben, auf Pferden zu reiten. Im Laufe der Zeit wurde Oliver so von Liebe und Respekt für die Gims durchdrungen, dass er beschloss, nie wieder zu Menschen zurückzukehren. Alle 4 Jahre wurde jedoch ein Repräsentantenrat in dem Land einberufen, in dem die wichtigsten Sachverhalte erörtert wurden. Oliver durfte als affenähnliche Kreatur nicht an dem Treffen teilnehmen. Aus Neugier betrat er jedoch heimlich das Treffen und versteckte sich im Heuhaufen. Es stellte sich heraus, dass die Gims die seltsamen Affen lange Zeit für nutzlos gehalten hatten und beschlossen, sie zu vertreiben. Und Oliver mit ihnen. Ohne auf sein Schicksal zu warten, baute der Reisende hastig ein Boot und machte sich auf den Weg zur nächsten Insel. Oliver beschloss, den Rest seines Lebens fern von Menschen zu verbringen, die ihm böse waren. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Insel die Küste Australiens war. Oliver wurde von Seeleuten eines portugiesischen Schiffes gesehen und zum Schiff gebracht. Der Kapitän entschied, dass Oliver den Verstand verloren hat, also will er nicht nach Hause zurückkehren und erzählt seine Geschichten über intelligente Pferde. Als Oliver nach London gebracht wurde, lernte er, den Anblick von Menschen mit großen Schwierigkeiten zu ertragen. Erst nach einem Jahr gewöhnte er sich an seine Frau und seine Kinder, aber selbst dann ließ er sich nicht berühren. Und für den Rest seines Lebens kommunizierte Oliver nur mit den Hengsten, die er gekauft hatte.